Ja, herzlich willkommen zu der nächsten Mission, wenn es um alte Missionen geht. Das ist dann die Mission Grand Duel, Event Mission Kapitel 1, Vorkampf Kai Fabe, glaube ich, gewesen. Genau, und da habe ich wieder mal mein Team genommen. Und jetzt wollte ich vor einigen Tagen schon das Video früher rausschicken, weil das ist ja schon eine alte Mission, aber ich bin wieder nicht dazu gekommen. Weil ich wieder lustige Rechtssachen bekommen habe, wo ich auch demnächst jetzt auch dazu Videos machen werde. So, also da habe ich halt dieses Team genommen, weil das ist das beste Team, wenn es um mystische Knotenpunkte geht. Und Captain Marvel, mittlerweile kann ich auf Rang 3 setzen, weil das mittlerweile, also Stand 27.11.2022, habe ich Captain Marvel, also soweit gesammelt. Gold fehlt halt wieder, dass ich sie auf Rang 3 setzen kann. Ich habe mittlerweile einen Doktor Doom, 6 Sterne, Rang 2. Also es hat sich alles geändert. Aber damals hatte ich das nicht. Und ja, lange Rede, kurz Sinn. Ich habe den Kampf begonnen. Hab natürlich aufbewahrt wieder mal den schwersten Weg. Das wird durch markierten Breakerbeam durch die Boxen. Das sind die Boxen, die man sammelt. 3-Sterne-Boxen, also, oder 4 Sterne, und die anderen halt niedriger, dann weißt du, okay, das ist der schwerste Weg. Und ja, das war halt Captain Marvel. Und da habe ich halt Juggernaut genommen. Und Juggernaut hat halt ein Problem gehabt, das wusste ich nicht. Ich habe es wieder vergessen, sagen wir es mal so, dass er seine Unaufhaltsamkeit nicht haben kann, wenn er einen Debuff bekommt, also einen Debuff ausgesetzt wird. Es sei denn, er macht eine SK3 und dann ist was anderes, aber nichtsdestotrotz habe ich versucht, wirklich versucht, die SK2 hier rauszulocken. Und das ist mir dann zwar gelungen, aber es hat mich genervt, dass ich die lähmen müsste. Also ich musste eigentlich parieren, um diesen Schutzschild wegzumachen, also nicht wegzukriegen, also das ist dieses Schutzschild, dieses Liane. Und das habe ich total vergessen. So ganz lustig, weil ich habe total einfach vergessen, hä? So verliert die so wenig Leben. So, das habe ich total vergessen. Hab dann erst dann geschnallt nach einer gewissen Zeit, oh, die hat ein Schutzschild, aber leider viel zu spät. Das heißt, wir sehen hier den Kampf komplett mit ihrem Schild. Ja, nicht so, shit. Ja, also hätte ich eigentlich besser machen können, aber dann habe ich was rausgefunden, das wusste ich nicht, dass der Knotenpunkt mir ermöglicht hat, im Blockmodus richtig viel Schaden zuzufügen. Ihr seht, 2, 3. Und dann war mir das ja auch wirklich egal, ob diese Schutzschild hat, dieses Lila, ne, mit dem Sternchen, wie man sehen kann. Das war mir dann wurscht. Und dann habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe die unterschätzt, dass sie mich trifft. Das war mir aber dann auch egal. Da war ich im Rage-Modus auf einmal. Ich wütend. Ich habe es aber wirklich vergessen, die Uppercut-Attacke zu machen. Ich habe mir selbst dann das alles erschwert. Und ja, ich so, Mist, warum ist die so schwer? Aber ich habe es einfach vergessen. Eine Uppercut, und dann ist das Schutzschild deaktiviert. Dann habe ich hier versucht, das SK2 rauszulocken. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr gehabt. Ich wollte die einfach down kriegen. Und ja, es war halt, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, wenn ich jetzt verrecke, aber dann habe ich dann doch, bumm, draufgehauen, einfach draufgehauen, fertig, weg war sie. Ja. Hat sich aber natürlich nicht für mich gelohnt. Juggernaut hatte ich ja das besser hingekriegt mit Dr. Doom. Dann habe ich nochmal nachgeschaut, was ist da los, und da habe ich gemerkt, oh, überwältige Kraft, der Verteidiger erlangt einen passiven unbegrenzten Schutz, was den Schaden aus den Quellen bla bla verlängert. Diese Fähigkeit erhöht sich je nach aktueller Kraft des Verteidigers. Und nicht so, ja, toll. Und dann war es halt dann, wo ich gemerkt habe, hättest du doch vorher gelesen, ne? Und deswegen ist es wichtig, dass ihr die Knotenpunkte euch anschaut und lesen tut. Selbst ich als Amateurspieler, der aber schon richtig, schon etwas
länger spielt und auch mittlerweile fast Thronbrecher geworden ist. Also ich bin jetzt fast jetzt nur ein Level, dann bin ich Thronbrecher. Und dann werde ich auch ein bisschen von Amateur zu Semi-Profi im Endeffekt, weil Thronbrecher ist schon ein Semi-Profi-Titel. Aber ich bin schon bei Akt 6, 4-1. Und da kommt nicht jeder einfach hin, wenn er die Knotenpunkte nicht beachtet. Dann müsst ihr einfach Knotenpunkte beachten und dann kann man das auch einfach lösen. Da habe ich dann noch gemerkt, ich nehme lieber Black Widow. Ich habe aber sehr schwer Kämpfe mit der KI. Auch hier habe ich gemerkt, die KI. Ja, ihr könnt also wie gesagt Niederschlag machen. Aber das habe ich dann nicht gemacht, weil ich gemerkt habe, ich mache genug Schaden an dem kosmischen Ghost Rider dank meiner Black Widow Clairvoyant. Ich glaube, Voyant, wenn man es ausspricht. Korrigiert mich in den Kommentaren. Und da habe ich einfach mit zwei ausgewichen. Und hab dann einfach mich heilen lassen durch Rüstungsbruch. Und hab dann dementsprechend mein Leben aufgefüllt, weil man das mit der Black Widow Claire Voyant oder Voyant, ist ja komisch, wenn es Voyant. Ja. Aber egal. Da kann man das sehr gut machen. Und ja, ich habe da gar nicht mehr drauf geachtet, auf diesen Schutzschild. Ich habe da wirklich einfach drauf losgeboxt. Ja, einfach drauf, leckt mich am Arsch. Ich war so wütend. Da war mir das egal. Ja. Dann habe ich Captain Marvel genommen. Nee, nicht Captain Marvel, sondern ich wollte Captain Marvel nehmen, aber habe ich lieber dann den Dr. Doom genommen, genau. Ja, das war dann ein dummer Kampf irgendwie, weil der Guardian, der ist ja richtig schwierig, weil der hat ja sein Kraftfeld. Aber dann habe ich gemerkt, ah, okay, aber ich krieg ja diese Angriffbonus, weil das ein Knotenpunkt ist, wo ich bei Dr. Doom richtig schön Angriffsbonus bekomme. Und dann habe ich gesagt, ah nee, das war doch keine Fehlentscheidung. Ne? Vor allem da habe ich viele Fehler auch gemacht. Dank meiner Resistent konnte ich da den Angriff standhalten von Guardian, weil normalerweise verliert man da viel mehr Leben. Deswegen sage ich immer wieder, macht mal bei euch die Meisterin resistent. Die hilft auch sehr, weil wenn ihr mal Niederschlagattacken bekommt, dann wenn ihr so 30, 40, 50% resistent habt, dann macht euch Niederschlagattacken nichts aus. Und gerade bei Champions, die sowieso sehr immun sind gegen Niederschlagattacken, seid ihr da wirklich gut mit dabei bei schweren Gegnern. Ne? Und das war auch so wirklich nervig für mich, weil Guardian ist nervig in der Verteidigung, weil er wirklich gut ist. Also wenn ihr Guardian habt mit einem hohen Sieglevel, rein mit dem auf der höchsten Stufe und rein mit dem in Allianzkrieg, weil da habt ihr wirklich, ja, man kann sagen, ihr habt wirklich einen soliden Verteidiger. Ja, einen sehr soliden Verteidiger, der wirklich noch was hergibt. Und andererseits wiederum macht der Guardian auch die 1000% Aufrüstung für alle Champions in der Synergy, also im Kollektivboni, also die Rüstung. Und dann so auf dem Allianzkrieg-Knotenpunkt mit Rüstungsbruch nicht möglich, also immun gegen Rüstungsbruch, dann mit so einer starken Rüstung von Guardian. Also von Guardian plus noch Rüstungs-Champions, die sehr starke Aufrüstung haben, wie Ultron oder zusätzlich Red Guardian, also der russische, und auch andere Champions, die wirklich starke Aufrüstung haben, wie Hulkbuster. Oder Darkhawk zum Beispiel verstärkt, also das ist dann nicht mehr lustig. Ne? Es könnt ihr noch so viele Champions aufzählen. Genau, da waren wir im Kampf Nightthrasher. Das war ein Fehler, Dr. Doom zu nehmen. Ich hätte da eigentlich schneller den Kampf führen können mit der Black Widow.
Klärerin. Aber ja, was mir halt gefällt bei Dr. Doom ist halt also seine Angriffsboni plus ein Angriffsbonus mit der SK3 plus natürlich noch hat er die Fähigkeit, die Kraftzufuhr von die meisten Champions zu nehmen. Klar, Champions, die immun sind gegen Kraft zu Raub. Die pfeifen wie Terax auf Dr. Doom, ist klar, das ist der Negat. Terax lacht sich kaputt und sagt sich, pff, was willst du mit deinem Kraft zu Raub? Kannst ja mir gar nichts anhaben. Ne? Aber Dr. Doom ist dann schon so ein anderer Kaliber, der. Ja, und da habe ich auch wirklich schlecht gekämpft. Ne? Ich hätte da viel weniger Leben verlieren sollen, aber naja, das Ziel ist halt immer, das Auge zu behalten, dass man das Ziel hat, seine fünf Champions durchzubringen und keine Units zu verwenden bei Kavalier, weil es ja wirklich einfacher ist, als wenn ihr Thronbrecher-Level spielt. Und wenn ihr erstmal auf so ein Level seid wie ich bin fast Thronbrecher, ich werde nächste Woche kaufe ich mir halt Units ein bisschen ein, weil ohne Units geht es auch wiederum nicht, weil ihr braucht ja Energie und sicherheitshalber Wiederbelebung auch. Das ist eine clevere Strategie. Vor allem als Amateurzocker wie ich, dann wird Units ein bisschen abgeholfen mit Wiederbelebung und dann ist das Kapell dann auch durch und dann ist man Thronbrecher. Und die sind ja sowieso jetzt mittlerweile genervt, also von daher ist das jetzt das Ziel, es durchzuzocken und die besseren Belohnungen zu bekommen. Wobei, wie gesagt, Kabam selber ja auch sagt, das war ein Schreiben, habe ich geschrieben. Und dann haben die selbst noch gesagt, ja, es gibt viele, die Units nehmen und es ist aber auch so, dass Kabam mir geschrieben hat, ja, aber es ist eigentlich so, dass man Rang 3 empfohlen, mit der empfohlenen Wertung zocken soll. Weil es dann einfacher halt ist, die Levels handzuhaben. Das sieht man auch, dass die ganzen Profis die YouTube-Videos machen, die größere Kanäle haben, ganz klar, weil ich bin nur Amateurspieler, aber die sind richtige Profis, selbst die verwenden Rang 3 oder Rang 4 Champions, weil es dann wirklich Fakt ist, dass es gemacht werden muss, weil es einfacher ist. Ja, es ist ja eine Sperre auch bei den Akt 6, Akt 7, da kann man nicht so einfach 5-Sterne-Champions mitnehmen, weil man merkt, ups, die sind sehr stark und früher war das so, früher gab es halt Null-Block-Modus. Früher konnte man halt auch anders zocken, Null-Block, Regeneration-Modus und das alles gibt's nicht mehr. Ah, da habe ich einen riesengroßen Fehler gemacht. Da war ich richtig angepisst. Da bin ich, glaube ich, auch verreckt. Da war ich sehr angepisst, weil so ein Fehler passiert eigentlich, wenn man nicht aufpasst. Und das ist manchmal so, dass ich halt meine große Schwäche ist, dass ich halt nicht lange durchhalten kann bei solchen schweren Kämpfen. Und das hat mich angepisst, ja, weil da auch da die Steuerung immer Probleme macht. Und ich kann beim auch immer anschreiben, hört auf mit eurer fucking Beta-Steuerung, macht sie erstmal richtig. Aber ich hab's da noch gerade noch so geregelt bekommen, ja, den Kill, sagen wir mal, für mich, also die Heilung rauszuholen und den Kill für mich zu vermeiden. Oh, aber dann habe ich gemerkt, oh, die Ente ist sehr aggressiv und wenn er so aggressiv ist der gar nicht verkehrt und dann habe ich meine eigene Hubert die Ente so weit drauf getan. Aber ja, ich habe dann Probekampf gemacht und gemerkt, meine Hubert die Ente ist ja total bescheuert. Und dann habe ich einfach erfahren von meiner Quelle, die bei KBM auch arbeitet oder Partner ist. Habe ich nicht so direkt gefragt, aber weiß sehr viel, hat gesagt, naja, Andi, das ist halt so, die sind etwas fieser gemacht. Die KI schummelt auch ein bisschen. Die KI ist ein bisschen zu krass gemacht von der künstlichen Intelligenz, also von der Reaktion von Zocken. Sie zockt fast wie ein Mensch. Und man kann als Amateurzocker wie ich nicht viel, wenn man Fehler macht, vor allem nicht viel so dagegen wirken. Ein Profizocker weiß, wie die KI funktioniert. In den meisten Fällen ist ein Profizocker nur mit im Spiel und zockt die ganze Zeit, aber werden auch dafür bezahlt, weil die YouTuber zum Beispiel, die Großen, die haben erzählt, die verdienen ja Geld, die sind richtige Partner auch bei Kabam. Ich habe zwar den Partnership mal angefragt, aber Kabam hat sich die Videos angeschaut und gesagt, nee, der kritisiert uns zu krass und das wollen wir nicht. Und ich bin der
Aber am Anfang, wo das alte Team noch war, ich habe ja zweimal gefragt, am Anfang, wo das alte Team war, fand das alte Team das lustig. Dadurch weniger Abonnenten, weniger wie 500, das fand ich glaube 250, und die fanden das lustig und wollten mich zum Partner machen. Und dann habe ich den Vertrag gelesen, da habe ich gesagt, okay, du darfst sowieso Political Correctness von damals, dass das nicht sagen, darf nicht sagen. Du musst dich an Regeln halten. Und da habe ich gesagt, nee, danke. Lieber sage ich, was ich denke, auch wenn ich dadurch keine Abonnenten bekomme, weil ich bin auf YouTube halt zensiert worden. Also YouTube hat mir selbst geschrieben und gesagt, ey, du bist zu krass. Politik Incorrectness, dass mir halt dich zensieren. Ich sage mir halt immer, ich kann halt nichts. Ja, ich bin halt anders aufgewachsen. Ich bin in der Zeit aufgewachsen, so, ne, wo man Marvel halt eben noch alte Comics hatte. Und ich kannte nichts anderes als die 70er, 80er Jahre Marvel Comics und den alten Spider-Man. Und da war das normal, dass man einfach gesagt hat, hey, Dr. Doom, wenn er mal gesagt hat, ich fick euch oder ich kill euch alle, ihr Motherfucker, das war normale Umgangssprache. Das war nichts. In der damaligen Zeit war die Sprache einfach hart und war aber aufrichtig irgendwo. Ne? Wenn wir dann in der Schule waren und Marvel Comics hier gesprochen haben, da haben wir ganz normal geflucht oder so. Ne? Sogar in den alten Comics hast du dann Neger gelesen. Hier ist ein Neger, weil wir haben die auf Englisch gelesen, nicht auf Deutsch. Stand dann wirklich, dann sagt der Weise zum Schwarzen, but he is a nigger, I know it. Und dann sagt der andere, yes, but you are a shit Jew. Du bist aber ein scheiß Jude. Und normalerweise müsste es für jemanden wie mich, der im jüdischen Glauben lebt, jüdische Wurzeln hat, ja beleidigend sein. Und einige seiner Familien erschossen worden, meine Vorfahren, also einige, hat Hitler gekillt. Aber es war es nicht. Es war halt einfach so ehrlich, so rein im Herzen, diese Gnadenrede. Und es war nicht mit Hass verbunden. Es ist was anderes, aber, und das sage ich immer wieder, in Gewalt ist was anderes, wenn du dann Taten dazu beisteuerst. Das heißt, wenn du jemanden beleidigst und sagst zu mir, hey, scheiß Juden, Andi, du scheiß Juden, du scheiß Polackenschwein, dann sage ich, ja, oh, ist okay, ist deine Meinung. Ist ja mit einer Tat nicht verbunden. Aber wenn du zum Beispiel mir eine Waffe am Kopf halten tust und sagst, hey, du scheiß Polacken, wenn du Juden, Schwein, jetzt zerschieße ich dich. Und du schießt mich, dann ist das Rassismus und dann ist das richtiges Mobbing. Also das ist dann Hardcore, ne? Nicht dieses heuchlerische Mobbing, wo gar keine Taten richtig folgen, ne? Wo Gefühle verletzen, das ist nothing. Das stärkt einen im Endeffekt, aber wenn du so Taten hast, das ist hart. Ne? Und wenn ich jemanden abstechen will, weil du ein KZ-Kind bist und nichts wert bist und sagt, weil du KZ bist, musst du abgeschlachtet werden und sowas erlebst, dann ist das, was die da zeigen, nothing. Ne? Deswegen sind auch die meisten Menschen so schwach, weil sie nicht abgehärtet worden sind. Ne? Manchmal ist Abhärten gar nicht so verkehrt. Und so ist auch Marvel im Endeffekt schwach geworden und langweilig. Deswegen schaue ich mir die Filme ungern an, sondern ich lese halt die Comics. Ja? Und ich spiele dieses Marvel-Spiel, weil ich das Spiel gut finde. In gewisser Weise ist es gut dank der Community oder den Spielern. Durch die Bugs und die Cracks und Max und Exploits und sonstiges, die Kabam dann mal zugibt, mal wieder die Schuld auf die Spieler schieben tut. Ja, ist so eine Sache. Da habe ich natürlich Strife kennenlernen dürfen. Mal, das fand ich sehr gut, dass es mal einen Verteidiger gibt. Und da habe ich einen Fehler gemacht und da wollte ich erstmal so ausprobieren, mit wem kann ich so erstmal puffen. Also puffern, weil ich mache nie One-Shot. Weil mir das einfach zu schwierig ist. Puffer ich immer. Aber da habe ich es hier versucht halt mit One-Shot, weil ich habe gesagt, okay, try it. Ne? Kann nicht schaden, kann mit Nick Fury, weil das ist ein Level, wo man Lebensraub hat. Und du kannst dich ja jedes Mal aufladen. Und ich mag so ein Level. Ich mag so Lebensraub, weil ich das geübt habe und weiß, wie ich am besten da zurechtkomme, dass ich nie gekillt werde. Aber es kann passieren, dass man dann halt eben so wie hier seine SK3 bekommt. Und wenn so eine SK3 kommt, dann ist vorbei. Ja. Und hier war es halt wichtig, den Fehlschlag zu ändern, dass man wirklich sagt, hey, da ist eine gewisse Zeit Fehlschlag. Wir haben da dieses Symbol mit dem Kopf, ne? Dass dann an einer gewissen Zeit, wenn man zu nah bei dem Strife war, hat man selbst Fehlschlag erhalten und konnte dann nicht mehr, also eine Verwirrung sozusagen.
und konnte man nicht mehr den Gegner erwischen. Aber hier habe ich es einfach gemacht. Ich bin nach hinten und habe den Fehlschlag auf Fluch auf ihn. Aber er hat sich dadurch gedeckt und ich habe auch gemerkt, dass er den Fehlschlag ausnutzt, indem zwar ist auf ihn Strife-Fehlschlag gewesen, aber es macht ihm nichts aus, weil er dagegen halt immun ist. Und ich habe das auch nicht gewusst, dass der telepathisch immun ist. Ich habe das total vergessen. Ich dachte, ah, okay, das macht ihm bestimmt was aus. Aber er hat ja einen Knotenpunkt extra und hat auch extra Fähigkeiten. Und deswegen habe ich dann später begriffen, ah, okay, ja, richtig, der ist ja doch immun. Ja, und da habe ich auch gesagt, sage ich immer wieder, ihr müsst die Knotenpunkte lesen, damit solche Fehler nicht passieren. Es war so einfach, ihn zu besiegen im Endeffekt. Ja, nur ich habe halt die Knotenpunkte und so, hä? Ah, die Fähigkeiten des Champions. Ah, okay, der ist ja immun. Wenn er Schwanken hat, dann ist das ihm egal. Okay? Strife, da verarscht Kabam auch die Leute ein bisschen mit Strife. Dass Strife wirklich hier einfach sich nichts aus dem Schwankenfluch macht. Ja. Weil dann müsste sich ganz anders verhalten, er dürfte dich auch nicht treffen oder so, aber. Ja, habe ich dann versucht, die SK2 rauszulocken. Das hat mich sowas angepisst. Da habe ich mich so aufgeregt. Ich habe mich auf Kabam geflucht. Ich habe später auch einen Drohbrief fast schreiben wollen. Ich töte euch, schlachte euch ab, ihr hohen Söhne. Aber mein Kumpel hat gesagt, Ehren, dein Account ist gefährdet, wenn du so weiter, wenn du sowas schreibst. Ne? Die sind einfach so und lassen sie einfach. Und ich bin mittlerweile ruhiger geworden und habe gesagt, ach, scheiß drauf. Dann ist das halt so. Ne? Und hier habe ich halt verloren. Hier habe ich keinen Bock mehr gehabt. Hier habe ich, glaube ich, verloren. Genau, mich verloren. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Das war dann Lebensraub. Das war so Hardcore-Lebensraub. Und ich hatte echt keine Lust mehr. Ich habe ja schon nachgelassen. Ich konnte nicht mehr. Meine Finger waren schon bei mir wehgetan. Meine Daumen haben mir wehgetan. Gesagt, verrecke, du Hurensohn. Also da hätte ich das Handy an die Wand geschmissen. Gott sei Dank bin ich ein armer Mensch, kein reicher YouTuber oder so, weil ich keine Spenden bekomme, obwohl der Spendenband immer da ist. Schade eigentlich. Aber mir hat neulich meine Cousine gesagt, die Model ist, du bist ja ein hässlicher Typ. Und ich so, ja, ich weiß, dass ich nicht hübsch bin. Ja, wenn du hübsch wärst, hättest du längst Haufen Millionen Euro, hättest du spenden. Und ich so, ja, da siehst du mal. Und trotzdem mache ich YouTube-Videos und habe keine Angst, mein Gesicht zu zeigen. Weil ich finde, du kannst nicht Brad Pitt sein, du kannst nicht Sean Connery sein. Man wird so geboren, wie man ist, und entweder man akzeptiert sich oder man nimmt sich eine Knarre und knallt sich dann selbst ab. Ne? Aber die Gesellschaft, die entweder akzeptiert dich oder nicht. Und nur weil man halt hässlich wie die Nacht ist und ein kleines Motherfucker kennt, oh, ich liebe es, mich selbst mit solchen Wörtern zu bewerfen, weil ich unsterblich bin dadurch, unverwundbar und nicht für die anderen so schwach. Kann ich sagen, ja, ich bin das zwar, aber versuch du dich mal zu vernichten und wiedergeboren zu werden. Das können die meisten nicht, ne? Weil die hübschen Menschen sind schwach. Ja, und das haben ja auch hübsche Menschen bestätigt, dass sie sehr schwach sind. Mein Wille, hat ein hübscher Mann gesagt, und eine Frau, das war ein Ehepaar, wo ich eingeladen war. Mein Wille ist wie bei an dem Film Riddick, wo der Folianer ist. Und der Nekromant sagt, ich nehme mir deine Seele. Und dann sagt er niemals, so fuck you, boom. Ne? Und so ist mein Wille. Mein Wille ist einfach wie ein Folianer, viel zu stark. Aber ja, hier war noch die Belohnung erwähnt. Da habe ich nochmal die Belohnung erwähnt, warum es sich halt lohnt, das zu 100% zu machen. Aber ja, das war's auch schon von diesem Video. Und ja. Wenn es dir gefallen hat, einfach abonnieren, liken. Neue Videos werden bei mir erst kommen, wenn ich Spenden bekomme. Ich sehe es nicht ein, da jetzt selbst Geld zu investieren. Machen die anderen YouTuber auch nicht und wenn die Spenden da sind. Es sind ja nur 1 Euro pro User. 553 Abonnenten haben wir ja. Mit mindestens 500 Spenden haben wir ja 500 Euro und dann können wir ja fette Videos machen. Aber so mache ich halt alte Missionen und Kommentare und that's it.